Ich habe schon als Schülerin Nachhilfeunterricht gegeben, das war mir immer sehr wichtig. Dann habe ich als junge Assistentin ohne jegliche Ausbildung versucht, es besser zu machen, als ich es in meinem Studium erlebt habe. Ich war relativ kritisch in meinem Studium, was den Unterricht betraf. Und dann hat mir mein früherer Chef die Möglichkeit gegeben, einen Masterstudiengang auf Medical Education zu besuchen. Das habe ich in der Schweiz gemacht und das hat mich einfach weiter bestärkt, das zu verfolgen. Es wäre schön, wenn Ärzte sich nicht nur als Ärzte verstehen würde, sondern auch als Lehrende, und zwar sowohl für die Theorie, für die theoretische Ausbildung der Medizinstudenten als auch für die praktische Ausbildung am Patienten. Und das kommt bisher noch ein bisschen zu kurz. Wir sind ja nicht als Lehrende ausgebildet, sondern wir sind als Ärzte ausgebildet. Mir war es immer wichtig und auch der Universität war es wichtig, dass ich ein klinisches Standbein behalte, weil wenn man medizinische Ausbildung macht, sollte man, glaube ich, ein klinisches Standbein behalten, selbst erstmal. Das Zweite, was wichtig ist, ist, unsere Studierenden gehen ja relativ früh in die Klinik, im vierten Jahr dann wirklich auch sehr ausgeprägt. Und wenn wir da Konzepte etablieren wollen, ist es wichtig zu verstehen, wie die Kliniken auch funktionieren, weil es bringt überhaupt nichts, die beiden Dinge, Patientenversorgung und Ausbildung, parallel laufen zu lassen, sondern sie müssen irgendwie verschränkt laufen. Und dazu ist es wichtig, dass wir wissen, wie die Klinikabläufe sind. Und der letzte Punkt ist, ich arbeite gern mit Patienten und versuche da auch gemeinsam mit den anderen Fachbereichen, auch mit der inneren Medizin und der Onkologie, einen Bereich aufzubauen, ambulanten Bereich für die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und vererbbarem Dickdarmkrebs. Die wesentliche Voraussetzung ist, dass wir Mediziner, Medizinstudierende als unsere zukünftigen Kollegen zunächst mal sehen und sie auf Augenhöhe versuchen auszubilden. Auf Augenhöhe bedeutet für mich, wir müssen ihnen was zutrauen, wir müssen ihnen auch eine Verantwortung übergeben, natürlich im rechtlichen Rahmen, wie er denn geht. Aber es ist ganz wesentlich, dass sie selbst Verantwortung übernehmen, schon während des Studiums und nicht erst im Beruf. Im praktischen Jahr zum Beispiel bin ich ein großer Fan von, jeder Student betreut seine eigenen Patienten, sein eigenes Zimmer. Nicht alleine, sondern ich gehe mit ihm immer dahin, ich mache mit ihm Visite, aber er macht die Visite. Und ich beobachte und gebe sofort eine Rückmeldung. Also der Studierende, und das ist vielleicht auch nochmal ein wesentlicher Bestandteil, wenn wir nur dieses eine Element des Feedbacks stärker im Studium unterbringen würden, und ich meine nicht Kuschelfeedback, ich meine wirklich beobachten und ganz konkrete Rückmeldung geben, wo muss er sich noch verbessern, dann hätten wir unglaublich viel gewonnen.